Hallöchen, hier ist das Stempeltierchen aus Leipzig. Mein Name ist Mandy und ich freue mich sehr, dass du zu einem neuen Video von mir eingeschaltet hast. Heute habe ich mal einen Kellnerblock für euch verpackt. Dann Notizen machen wir uns doch alle irgendwie ständig und ich fand die Idee süß. Ich weiß, es ist keine neue Idee, aber ich wollte das schon immer mal machen. Ich wollte schon immer mal einen Kellnerblock verpacken und jetzt habe ich mir welche bei Amazon bestellt gehabt und habe gedacht, jetzt zeige ich euch mal, wie ich das gestalte. Und zwar habe ich hier mit einem Magnetverschluss das gearbeitet. Hier ist der Kellnerblock und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Das legen wir uns beiseite und als erstes nehmen wir uns mal einen Farbkarton. Ach so, halt, stopp, ich es vergesse. Hier habe ich übrigens gearbeitet, nehmen wir das nochmal weg, mit Anthrazitgrau und Minzmakrone. Und ich habe für den Hintergrund verwendet das Stempelset Circle Celebrations und für die Gestaltung des Designs habe ich genommen, ganz im Augenblick. Und den Spruch habe ich, glaube ich, aus der Herzenssache oder herzlich genommen. Wartet mal. Aus dem Stempelset herzlich. Genau. Wir gestalten es heute etwas anders, weil ihr wisst ja, ich liebe das. Das ist ja auch nur ein Vorschlag. Und ich finde aber, dass dieses Stempelset ganz im Augenblick ist wirklich ein schönes Stempelset. Das hätte ich mir nicht so bestellt, das wisst ihr. Aber ich habe es bekommen und finde es mittlerweile ziemlich gut und wir machen damit auch noch ein Projekt. So, jetzt aber los. Als erstes nehmen wir uns ein Stück Farbkarton in Espresso in den Maßen von 21,8 x 14,5 cm. Und das falzen wir uns jetzt an der langen Seite bei 7,7 und 8,4. Dann drehen wir das einmal um 180 Grad und falzen es bei 5 cm und bei 5,7. Das ist die ganze Falzerei. Jetzt nehmen wir uns ein Falzbein und falzen das einmal an allen Seiten nach. Ich habe ja auch viele Magnete da und benutze die viel zu selten. Und ich dachte mir, jetzt so für so einen Kellnerblock eignet sich das super, die auch mal zu verwenden. Dann kommt hier der Kellnerblock. Also die Maße sind auf diesen Kellnerblock, den ich jetzt so bei Amazon bestellt habe. Wenn ich dran denke, tue ich es euch unten in die Infobox einen Link machen zu diesen Blöcken, die ich mir bestellt hatte. Den können wir jetzt einfach schon mal aufkleben. Dazu einfach auf die Rückseite Tombow geben. Das macht sich dann auch etwas einfacher mit dem Magneten. Und dann setzen wir den hier in die Mitte rein. Ein Stück nach rüber. So. Und dann ist der Kellnerblock quasi aufgesetzt. So. Und jetzt habe ich hier ein paar Magneten. Die habe ich mir auch bei Amazon bestellt. Auch hier, wenn ich dran denke, versuche ich euch die unten in der Infobox zu verlinken. Und jetzt müssen wir ja den Magneten aufkleben. Und ich mache das gerne so, dass ich den quasi hier von der Innenseite klebe zu dieser Innenseite. Und ich versuche das immer etwas mittiger zu kleben, damit das dann nicht so absteht vom Papier. Machen wir mal so. Da muss man dann einfach mutig sein und das dann kleben. Dann setzen wir hier die zweite, nehmen die Klebenupsi ab, wenn sie denn wollte.
Und dann setzen wir die zweite Seite drauf. Und jetzt könnt ihr es abziehen. Und da habt ihr jetzt einmal hier und einmal hier. So, dann kommen wir mal zum Designerpapier, was wir auch aufkleben. Das legen wir mal kurz beiseite. Oder was ich verwendet habe. Ich habe nämlich gearbeitet, ich zeige euch mal das Stempelset, weil ich es einfach zuckersüß finde, mit dem Stempelset Bärenstark und der dazu passenden Handstanze. Das ist so ein tolles Set und die liebe Maria von Papierrascheln hat mich einfach auch so sehr angesteckt mit diesem Set, dass ich es unbedingt nachbasteln musste. Und ich habe jetzt erstmal noch Farbkarton in Gartengrün genommen. Und zwar jeweils zwei Stücke in den Maßen von 14 cm mal 7,2 cm und 14 cm mal 4,5 cm. Und die vier Stücke kleben wir uns jetzt erstmal auf. Fangen wir mal hier in der Mitte an. Ich glaube, dass ich einen neuen Tombow nehme. Ist doch immer das Gleiche mit mir. Immer ist der Tombow alle. Und also den Kanal, also die Maria, die hat jetzt keinen YouTube-Kanal, aber die ist zum Beispiel auf Facebook und auf Instagram, das Papierrascheln. Ich kann die euch nur empfehlen. Die macht echt wirklich schöne Sachen. Und die gefallen mir immer sehr, sehr gut. Und die hat mich einfach mit dem Set absolut inspiriert. So. Das kleben wir jetzt hier außen auf. Ich habe das dazu passende Designerpapier auch verwendet, welches ihr euch zusammen mit dem Stempelset Fruchtige Grüße als Superprämie schenken lassen könnt. Bei einem Bestellwert von 120 Euro. Und das finde ich lohnt sich absolut, weil beide Sets zusammen sehr schön miteinander harmonieren. Und das einfach nur hübsch aussieht. So, ich habe die Magneten auch drunter geklebt unter das Papier A, damit die Zugkraft des Magneten etwas genommen wird und man aber auch den Magneten quasi nicht mehr sieht. Das kleben wir jetzt hier einfach noch auf die letzte Seite fest. So. Und dann haben wir schon mal einen Grund. So, für die Innenseiten. Wie gesagt, ich habe das Designerpapier, wie heißt es, Sommerbeeren verwendet. Da sind die Erdbeeren drinne, da sind Himbeeren drinne, Blaubeeren. Es ist wirklich ein traumhaft schönes Designerpapier. In meiner Vororder ist das Papier drinne. Ich verlinke euch mal oben unterm i mein Auspackvideo oder das, was ich mir vorbestellt habe. Da könnt ihr euch das Papier nochmal ausführlich auch angucken. Und für die Innenseite habe ich mich für dieses Muster entschieden. Und das hat die Maße von 6,7 mal 13,5. Ich nehme gleich einen neuen Tempo. Aber ich bin immer so geil. Also ich bin da immer so, ach, da geht noch was raus, da kommt noch was raus, da kommt noch was raus. Seid ihr da auch so oder geht das nur mir so? Und dann klebe ich das hier auf. Und auch die Seite nochmal. Und die hat die Maße von 13,5 mal 4,0 cm. Und das kommt einfach in unsere Innenseite. Und ich habe die Innenseite jetzt auch nicht weiter gestaltet, weil ich finde, durch das Designerpapier ist es jetzt einfach schön bunt. So. Und für die Außenseite habe ich quasi die Rückseite genommen in den gleichen Maßen. Also 13,5. Mal 6,7 und habe mich aber für das dezentere entschieden, weil ich hier draußen natürlich noch etwas
Deko haben möchte. Und das kommt auch hier hin. Aber das könnt ihr natürlich gestalten, wie ihr wollt. Also ihr könnt auch überall das Gleiche machen. Ich mache natürlich auch noch mal ein Projekt. Habe ich es jetzt richtig rum? Ja, gucken nach oben. Gott sei Dank. Ein Projekt mit dem Stempelset Circle Celebrations, was ja natürlich ein Favorit von mir ist, einfach weil man damit tolle Hintergründe gestalten kann. Aber hier wollte ich einfach auch mal unbedingt mit dem Designerpapier Sommerbären und dem Stempelset Fruchtige Grüße spielen. So, dann habe ich mir schon mal vorbereitet ein paar Erdbeeren. Und ich würde euch gerne noch einen kleinen Trick zeigen, wie ihr die Handstanze super benutzen könnt und mit einmal alle vier Sachen euch ausstempeln könnt. Die Handstanze ist ja so eine Elementstanze, wo ihr quasi die Erdbeere, eine Blüte, den Hut für die Erdbeere und noch ein Blatt habt. Ich habe mir dazu einfach einmal das Planko ausgestanzt. Dann habe ich hier quasi eine Schablone und mit der Schablone habe ich mir alle Elemente auf meinen Stempelblock geklebt, so dass die dann drauf passen. Und dann nehmt ihr euch einfach ein Reststück in Flüsterweiß. Wo ist denn jetzt? Ach, da oben. Nehmt euch ein schwarzes Stempelkissen. Ihr könnt natürlich auch ein braunes nehmen oder so. Das ist ganz euch überlassen. Färbt das ein. Einmal abstempeln. Und für die Koloration der Blüte oder diese einzelnen habe ich jetzt genommen, also für die Füllungen. Fangen wir mal mit der Erdbeere an und jetzt nehmen wir das Stempelset Bärenstark. Nehme ich Blutorange. Ich finde, das ist so wirklich der perfekte Erdbeerton. Und dann, ich finde, das ist einfacher, das vorher auszustempeln, als wenn ihr dann die Kleinteile habt. Aber das könnt ihr natürlich selber entscheiden. Dann nehmen wir für die Blätter und den Hut der Erdbeere. Also ihr wisst ja diesen Strunk da oben. Aber Hut klingt doch niedlich. Nehmen wir grüne Apfel. Und stempeln das einmal auf. Und dann nehmen wir noch für die kleine Blüte, jetzt nehme ich mal hier einen kleineren Stempelblock, habe ich mich entschieden für Flamingorot. Das sind auch die Farben, die in dem Designerpapier mit verwendet werden. Und dann finde ich es ganz schön, diese auch mit für die gestempelten Früchte zu verwenden. Jetzt hatte ich irgendwie einen Aufstoßer. So, und jetzt habt ihr das gemacht. Jetzt nehmt ihr euch einfach eure Handstanze, schiebt das rein und habt mit einem alle vier ausgestanzt. Und das ist ja, was wir wollen. Also so ein kleiner Tipp noch am Rande, den ich euch nur empfehlen kann. Ich habe noch für die Deko noch ein Stückchen Farbkarton grüner Apfel in den Maßen von 3 x 6,7 und ein Stück Flüsterweiß in den Maßen von 2,5 x 6,2 cm. Und hier drauf würde ich gerne einen Spruch stempeln und da habe ich mir überlegt, wir nehmen einfach Du bist bärenstark. Einfach, weil es niedlich ist. Und den stemple ich mir auch mit Schwarz auf. Ich
muss unbedingt meine Stempelkissen heute nachfüllen. Die könnten sonst irgendwann streiken. Also ich finde die Schriftform auch, also die Schriftart auch echt toll und sehr gelungen. Und ja, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Stempelset. So, das machen wir mal hier zu. Und dann bringen wir das mal direkt auf unseren Farbkarton. Da kommt noch immer was raus. Ha. Und ihr seht, es kommt immer noch was raus, ne? Also das ist einfach so, wo ich mir sage, ich schüttle lieber 20 Mal, als dass ich doch irgendwie dann denke, ha, jetzt hast du weggeschmissen und es war doch noch viel drin. Und das kleben wir uns dann hier on top drauf. So, und jetzt machen wir mal die Deko mit der Erdbeere. Als erstes, wenn ihr diesen kleinen Hut habt, der kommt hier so auf die Erdbeere, damit die Erdbeere auch aussieht wie eine Erdbeere. Sonst wäre es ja doof. Süß. Und das können wir jetzt mal hier fix machen. Mal sehen, wie viel Erdbeeren wir am Ende brauchen. Aber also ich lebe ja im Sommer nach dem Motto, gibt es genug Erdbeeren? Nein. So, also auch bei dem Stempeln, da denke ich mir auch so, gibt nicht genug Erdbeeren auf der Deko für die Deko. Und dann bringen wir hier mal die Hütchen zusammen. Ich finde das aber süß mit dem, das ist das Hütchen der Erdbeere. Klingt doch niedlich. So. Und eine haben wir noch, die bringen wir natürlich auch noch zusammen. Und dann gucken wir mal, wie wir die Deko gestalten. Ich habe mir wirklich noch keine Gedanken gemacht. Aber das kennt ihr ja von mir. Das ist ja nichts Neues. Genau. So, einmal alle Hüte drauf. Und jetzt basteln wir das mal hier zusammen. Ich habe gedacht, dass man hier so zwei Erdbeeren vielleicht so übereinander. Eine so drunter, die andere so drüber. So, wir legen es jetzt erstmal nur so grob hin. Und den Rest machen wir dann nach Gusto. Okay, ich mache jetzt das jetzt erstmal so. Die eine klebe ich jetzt unten direkt drauf. Und für das Schild nehme ich mir Dimensionals. Sonst wären wir nie fertig hier, ne? Wir wollen ja auch mal fertig werden mit dem Video, ne? Nehme ich mir ein paar Dimensionals. Und jetzt kommt mein Mann und bringt mir mein Grundweiß. Juhu! Es ist endlich da. Da werde ich jetzt auch erstmal testen müssen, wie das denn nun sich so macht. Dann setzen wir das mit Dimensionals auf und diese Erdbeere kleben wir quasi auch mit einem Dimensional auf. Also auf der einen Seite und unten bloß einen kleinen Bipsi, damit ich es hier am Papier dann so fixieren kann. Sehr süß, sehr süß. Ich wüsste gar nicht, ob ich noch gar nicht so viel machen will. Also es ist ja einfach schon so niedlich. Und dann nehme ich mir mal ein paar Glue Dots und setze noch ein bisschen Deko hinein. Ich finde, es braucht gar nicht so viel. Warte mal. Das legen wir mal beiseite. Ich würde gerne schon noch so ein Blatt mit reinbringen. Bitte nicht auf meine Blüte. Das wäre jetzt unschön.
schieben wir mal noch hier so mit rein. Und dann noch eins nach unten. Und dann gucken wir mal, ob wir wirklich noch eine Blüte brauchen. Und hier kann ruhig noch eins hin. Weil, dann kann ich jetzt hier noch... Ja, ich rede nicht viel, ich weiß, ich bin gerade so im... So. Aber ich finde, es braucht drei Blüten, dann sieht es einfach besser aus. Deswegen nehmen wir noch eine Blüte. Und die kommt noch... So, versteckt mit hier oben hin. Genau, so. Jetzt habe ich die Deko fertig und damit ist das Projekt eigentlich auch fertig. Ich räume mal hier noch parallel ein bisschen auf. Ja, wie gesagt, also mein Mann hat mir gerade den neuen Farbkarton in Grundweiß gebracht. Den werde ich jetzt ausführlich mal testen und euch dann natürlich informieren darüber, ob die Qualität die gleiche ist, ob es sich genauso mit den Blends dort drauf arbeiten lässt, ob es sich genauso gut stempeln lässt. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Da kommt noch ein Infovideo dann von mir. Und das ist meine Verpackung für heute. Der Kellnerblock einfach mal super hübsch verpackt. Ich finde beides sehr schön, und aber natürlich die Advents sind super süß und mit dem Magnetverschluss einfach auch praktisch. Und Notizen machen wir doch alle immer. Deswegen finde ich, lohnt sich das auch, auch wenn es in vielfacher Form schon auf YouTube gibt. Aber ich wollte gerne euch meine Version zeigen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich jetzt hier noch ganz viel rede und ganz viel labere, höre ich jetzt endlich auf. Wünsche euch einen schönen Tag. Habt Spaß am Basteln, habt Spaß am Kreativsein. Bleibt mir gesund und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.